Boah, cool. Hey, Hey. servus Lars, wie geht's dir? Servus. Ja, Na, oh mei. Gott, Der geht echt nicht mehr. immer noch der kaputte Immer noch C64. der kaputte C64. Ich Ja, hole mir jetzt einen neuen. du willst den neuen? Ja. Ja. Was soll ich machen mit dem? Das ist jetzt Schrott. Ja, ich weiß nicht, vielleicht, keine Ahnung, reparieren vielleicht oder so. Reparieren oder was? Ja. Warum? Wie geht das? Ja, da müssen wir ihn erstmal öffnen Okay. und dann. Ich Ja, will so, ihn auf! nein, Ich will ihn auf! nein, nein! Oh! Warum bist du nur so? Das kann doch Er echt ist nicht wahr offen. sein. Hallo und herzlich willkommen zu Tentalion Retro Repair. Mein Name ist Andreas Brandmeier. Für die, die die erste Folge von mir nicht gesehen haben, meines Zeichens Computerfan und Commodore-Freak seit Kindheit an, wie man so schön sieht. Ich zeige euch heute, wie man so einen C64 öffnet und Chips rauszieht aus ihrer Fassung und wieder reinsteckt. Es wird irgendwann mal die Zeit kommen, da werdet ihr das selbst machen müssen, denn so ein Videochip oder Soundchip von so einem C64, der kann nach 30, 40 Jahren dann doch mal kaputt gehen. So, als allererstes nehmen wir einen Schraubenzieher. Ich habe hier Größe PH2. Er sollte auf jeden Fall gut in die Schraube hineinpassen, also nicht zu viel Spiel haben, denn ansonsten läuft ihr auf Dauer Gefahr, dass ihr die Schrauben, ja, wie sagt man so schön, abnudelt. Genau. Dieses Modell, währenddessen ich aufschraube, sage ich ein bisschen was dazu. Na, jetzt müssen wir leider auch den Garantiesiegel durchstechen. Aber ich glaube, das ist nach so vielen Jahren dann auch nicht schlimm. Dieses Modell hat hier unten drei Schrauben. Es gibt von dem neuen C64-Modell noch eine andere Variante. Die wurde noch kostengünstiger gefertigt. Die hat hier drei Klemmen. Die kann man dann mit einem flachen Schraubendreher aufhebeln vorsichtig und dann springt das Kunststoff auch schon auf. In dem Fall haben wir hier drei Schrauben, die lege ich jetzt hier mal schön zur Seite. Ihr werdet euch vielleicht auch wundern, warum ich hier so ein Band an meinem Arm habe. Nun, da lässt sich drüber streiten. Wir haben hier auch eine Matte, die antistatisch, die elektrische statische Aufladungen ja ableitet, und das gleiche habe ich hier in ähnlicher Form mit so einem Band. Ich habe hier ein Erdungsband, das ist auch genauso geerdet wie die Matte. Die Matte ist da am Eck vorne geerdet, das seht ihr jetzt nicht. Aber wie schon gesagt, 30, 40 Jahre alte Bauteile. Ich möchte es nicht riskieren, dass aufgrund irgendeiner Aufladung, ich bin hier doch mit Turnschuhen unterwegs, dann ein Bauteil noch kaputt gehen mag. Jetzt brauchen wir hier ein klein wenig Gefühl. Hier gibt es an der Seite Klammern. Ihr habt aber gesehen, einfach ein wenig hochheben und dann sieht man hier auch schon schön die Klammer zum Öffnen. Genau, ich ziehe jetzt als erstes mal den Stecker der LED, der Powerleuchte ab. Als nächstes gibt es auch wieder bei dem neueren Modell einen Unterschied. Die Tastatur ist bei diesem letzten Modell eingeklippt hier im Deckel. In dem Fall ist es jetzt noch ein Vorgängermodell, da ist die Tastatur noch so wie bei den klassischen Modellen festgeschraubt. Da sind hier zwei Schrauben mit Maschinengewinde und da fängt der Spaß auch schon an. Deshalb bitte einfach darauf achten, welche Schraube wo ist. Ich teile mir die hier mal auf von einer zur anderen Seite, außen, weiter innen, noch weiter innen. Nehme die Tastatur hier mal raus. Hier bitte Vorsicht, ähnlich wie beim Chip später werdet ihr sehen, nicht einfach irgendwie rausziehen, sondern immer schön auf beiden Seiten anheben, anheben, auf beiden Seiten raushebeln, sonst verbiegt ihr vom Tastaturanschluss die Pins und das ist einfach mehr Aufwand, die dann danach wieder gerade zu biegen. Wenn man da kurz aufpasst, dann hat man dann auch kein Problem damit. So, nun vorsichtig das Abschirmblech hier abziehen, ein bisschen anheben. Bisschen dran ziehen und schon lässt es sich aufklappen. So, jetzt sind wir schon am Herzstück von unserem C64, an der Hauptplatine. So, schauen wir uns mal an. Es gibt hier auf jeden Fall noch zwei ICs, die gesockelt sind. Das ist der Videochip und der Soundchip. Naja, es gibt noch einen weiteren.
Aber der ist jetzt uninteressant. Wir schauen uns einfach mal den Videochip an. Ich zeige euch das jetzt mal mit so einem handelsüblichen Schlitzschraubendreher. Kann man den Chip raushebeln? Das ist jetzt zwar, schaut ein wenig brutal aus, aber keine Sorge. Man geht hierher, setzt vorsichtig unter dem Chip an. Aber aufpassen, dass ihr zwischen Chip und Sockel seid. Es gibt nämlich hier unter dem Sockel natürlich auch noch mal einen Schlitz und dann hebelt man aus Versehen die Fassung nach oben und wird die Platine vielleicht zerstören. Nicht zu weit reingehen, sonst lauft ihr Gefahr, dass ihr mit den spitzen Kanten die Platine beschädigt vielleicht. Und auch hier, wie vorhin schon erwähnt, an dem Tastaturstecker bitte ganz vorsichtig auf beiden Seiten anheben und auch aufpassen, dass ihr nicht aus Versehen nur eine Seite heraushebt, sonst verbiegt ihr alle Pins auf einer Reihe. Also wenn ihr merkt, da geht auf der einen Seite schneller als auf der anderen, dann wieder ein bisschen auf die Seite rüber wandern mit dem Schraubendreher und schon sieht man, der Chip ist draußen. Gut, so viel zum Rausheben. Als erstes kommen wir dann zum gleichen Spiel andersherum, das Reinstecken. Ist eigentlich eine einfache Sache, denkt man, ja, aber man sollte aufpassen. Ihr glaubt nicht, wie viele verbogene Pins, abgebrochene Pins, nachgelötete Pins ich schon in den Jahrzehnten gesehen habe. Die Leute passen nicht auf und dann ist es so schnell passiert und dann hat man wirklich so viel Ärger und Arbeit. Das Schlimmste ist, wenn so ein Pin am Ansatz oben abbricht. Ihr glaubt gar nicht, wie lange es dann dauert, bis man den wieder hinbekommt, wenn überhaupt noch. So, dort. Wenn ihr den Chip jetzt auf die Fassung steckt, ich glaube, man kann es in der Nahaufnahme hoffentlich gut genug erkennen, darauf aufpassen, dass ihr wirklich beide Seiten in den Sockel sauber hineinbekommt. Manchmal stehen die drüber hinweg. Wenn man da nicht genau aufpasst, dann kann es einfach sein, dass ein Pin umbiegt beim Reinstecken und danach vielleicht sogar gleich abbricht. Also auf der einen Seite schon mal reinstecken, auf der anderen mit so ein bisschen Druck dagegen schauen, dass das Beinchen in der Fassung ist und wenn das der Fall ist, einfach mal draufdrücken und dann ist der Chip auch wieder drinnen. So, das war ein grobes Werkzeug, funktioniert, kann man machen, muss man nicht, weil es gibt dafür auch Tools, die kosten nicht viel, ein paar Euro, die gibt es auch bei uns im Shop zu bestellen. Ich persönlich verwende gerne immer diesen PLCC Extractor, so nennt sich der. Der hat folgenden Vorteil. Der kann nicht nur normale ICs wunderbar einfach rausziehen. Man sieht es hier, der hat zwei so Haken da. Setze ich einfach nur an, vorne und hinten. Und kann den Chip einfach komplett aus der Fassung rausziehen. Auch hier ein bisschen aufpassen, dass man nicht verbiegt. Ihr habt gesehen, das war jetzt ganz haarscharf. Nicht, dass dann die Beinchen nach außen biegen. Und auch wieder hier beim Einsetzen, wie ich vorhin erklärt habe, schon ein wenig vorsichtig. Man würde jetzt hier genau sehen, was passieren könnte. Die Beinchen des Chips stehen an manchen Stellen über. Wenn ich jetzt hier Druck drauf gebe, dann breche ich das ab. Ich muss ihn ein wenig in die Richtung, wo er schon drin liegt, schieben, ganz vorsichtig und dann draufdrücken. Und dann klappt das Ganze auch. So, warum der PLCC-Extractor? Ganz einfach. Ihr werdet vielleicht auch mal in die Verlegenheit kommen, eine Amiga-Platine reparieren zu wollen oder eine von einem PC 10 oder anderen Computer. Und dann gibt es solche Kekse hier, die nennt man PLCC-Gehäuse. Und die kriegt man mit einem Schraubenzieher nicht raus. Ihr werdet die Fassung zerstören, das ist fast immer mit Sicherheit. Manche sagen, naja, ich habe auf der Unterseite ja da zwei Löcher, da kann ich ja reinstecken und so weiter, ja. Und wie oft habe ich es gesehen, dass dann Beinchen aus Versehen verbogen sind, weil man zu weit reingesteckt hat oder irgendwas anderes passiert. Also die paar wenigen Euros für so einen PLCC-Extractor sind einfach Gold wert, spart jede Menge Ärger und Arbeit. Da fährt man nämlich auf den beiden Seiten hier nur rein. Drückt kräftig nach unten, dass der auch wirklich ganz unten angekommen ist. Hebt ein wenig fest und schwupp ist der Egnos-Chip auch draußen. Und wie man so schön sieht, kein Beinchen angegriffen, nichts verbogen. So, das war's mit der heutigen Folge Tentalien Retro Repair.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt bitte ein Like. Ansonsten würden wir uns über Kommentare freuen, was wir noch besser machen können, welche Stories euch interessieren. Auf dann, bis bald.